Nein, nicht schon wieder. Nicht Oscar. Ach, verdammt. Warum muss ich jeden verlieren, den ich liebe? Was zum Teufel macht mein Besen hier? Das verdammte Ding ist abgehauen, hm? Gut so. Alles in Ordnung mit Ihnen? Was zum Teufel war das? Nicht wirklich heimelig. Ich sollte besser schnell die Berghütte finden. Danke, aber nein, danke.
ist so wunderschön, so ruhig. Aber was mache ich hier? Es heißt, Unglück kommt im Dreierpack. Erst Mutters Tod, dann die arme Katjuscha. Und jetzt Oskar. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn wieder verloren habe. Bin ich verflucht? Zum Glück habe ich noch das Mädchen auf dem Bild. Etwas, in das ich meine Hoffnung setzen kann. Aber vielleicht mache ich mir nur etwas vor. Und warum ich? Warum nicht Katjuscha? Warum musste sie sterben? Es ist, als hätte das Bild mich erwählt. Es ist wunderschön hier. Doch ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Aber es kommt mir richtig vor. Keine Ahnung, warum. Ich meine, warum bin ich mir so sicher, dass die Berghütte etwas mit dem Bild zu tun hat? Vielleicht bin ich nur eine hoffnungslose Optimistin oder eine verirrte Träumerin. Gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Herr Müller hatte recht, es ist eine ganz schöne Wanderung zur Hütte. Na, je eher ich loslaufe, desto schneller komme ich hin. Ein bisschen zu nah am Rand, finde ich. Ich brauche einen sichereren Platz. Was für eine fantastische Aussicht. Ich sollte mir einen besseren Platz suchen, um sie richtig zu genießen. Das ist atemberaubend. Hier bin ich besser vorsichtig. Zu viele umgestürzte Bäume und wackelige Steine für meinen Geschmack. Teufel, was war das? Tipps für Wanderer? Danke, aber ich glaube, das kann ich so langsam. Oh. Na, das war mal eine Wanderung. Ach Mann, jetzt auch noch eine Leiter? Oh, okay, auf geht's.
Ich bin mir sicher, es gibt einen anderen Weg. Uff. Endlich. Oh. Hier kommt wohl der Strom für die Hütte her. Habe ich schon mal gesehen. Das muss es sein. Okay, sehen wir mal, ob ich etwas finde, das zum Bild passt. Schroffen Gipfel. Sie sehen genau gleich aus. Nein, das passt nicht. Das ist nicht spezifisch genug für handfeste Schlussfolgerungen. Keine passenden Punkte hier. Ich sollte etwas anderes versuchen. Nein, das passt nicht. Diese Felswand. Das kann kein Zufall sein. Okay, jede Menge Felsen dort hinten und auf dem Bild. Aber die Referenzpunkte müssen spezifischer sein. Keine passenden Punkte hier. Ich sollte etwas anderes versuchen. Genau, was ich gesucht habe. Perfekt. Wow. Sieht genauso aus. Atemberaubend, nicht wahr, Fräulein? Wunderschön. Das ist der Silberspiegel. Unser ganzer Stolz. Nach meinem Gemälde zu urteilen, sah er schon vor 60 Jahren so aus. Ma'am, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur... Sie sehen der Person auf dem Bild unglaublich ähnlich, Fräulein. Also, das heißt, Sie kennen sie, oder? In der Tat. Aber es ist sehr, sehr lange her. Ich bin sehr weit gereist, um etwas über sie herauszufinden.
Ich wüsste wirklich gern, wer sie ist. Oder war. Das ist mir sehr wichtig, verstehen Sie? Und warum, Fräulein? Ich habe es einer Freundin versprochen, die mir das Leben gerettet hat, bevor sie selbst starb. Verstehe. Wie heißen Sie eigentlich? Oh, Walker. Kate Walker. Ich bin Leni. Leni Renner. Freut mich, Frau Renner. Demoiselle, meine Liebe. Diese Beine haben mich nie zum Altar tragen wollen. Oh, Demoiselle, Leni. Also, Fräulein Walker, 1937, sagen Sie. Ah, das war vor dem Krieg, als ich noch springen konnte wie eine junge Bergziege. Damals war mein Vater noch der Wirt hier. Die Geschichte Ihres Gemäldes begann damals an einem Sommerabend. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Eine Gruppe Wissenschaftler wohnte auf der Hütte, um sich auf eine Expedition weit in den Osten vorzubereiten. Ein hiesiger Alpinist bildete sie aus und sollte sie führen. Sein Name war Leon Kobartis. Oh, er sah aus wie ein griechischer Gott. Und noch dazu Olympiasieger. Sehr beliebt bei den Damen. Er war so charmant zu mir, zwinkerte und lächelte, wenn ich ihm sein Bier servierte. Danke schön, Demoiselle Leni, sagte er immer, und auch noch auf Französisch. Ich kam mir vor wie eine vornehme Dame. Aber dann scheuchte mich Frau Junter immer weg. Frau Junter? Die muss damals Mitte 20 gewesen sein, aber für mich wirkte sie natürlich wie eine alte Vettel. Und es gefiel mir nicht, wie sie Leon mit ihrer Kamera herumkommandierte. Auf der Hütte ging es hoch her, alle waren fröhlich und die Wissenschaftler debattierten wie üblich über dies und jenes. Ein lustiger Haufen, trotz ihrer Diskussionen. Außer einem. Frank Höss war sein Name und er blieb lieber für sich. Selbst mit meinen jungen Augen konnte ich sehen, dass er verschlagen war wie der Teufel. Aber was ist mit der Frau auf dem Bild? An jenem Abend war sie ebenfalls anwesend. Sie arbeitete über den Sommer bei uns. Sie hieß Dana. Dana Rose. Ah, sie war so herzig und wohlerzogen. Selbst Vater war ihr gegenüber lammfromm. Kümmer dich um die Getränke der Wissenschaftler und nimm dann Bestellungen auf. Und sieh nach dem Herd, wenn du schon dabei bist. Ja, Herr Gustav. Schaffst du das auch, Dana? Es ist dein erster Abend mit vollem Haus. Also frag einfach, wenn du Fragen hast. In Ordnung, Kleines? Danke, Herr Gustav. Ich wäre froh, wenn Sie ein paar Ratschläge für mich hätten. Oh, eigentlich ist nicht viel dabei. Einfach immer lächeln und strahlen. Und mit ein paar freundlichen Scherzen fressen Sie dir 0, nichts aus der Hand, Mädel. Aber worüber soll ich reden? Ach, die Leute reden am liebsten über sich selbst. Achte aber darauf, dass du dich aus dem Gespräch ziehen kannst, wenn sie kein Ende finden oder wenn es unangemessen wird. Besonders, wenn sie ein, zwei zu viel hatten. Pass also auf, dann klappt das schon. Lächeln, scherzen, aufpassen. Verstanden. Genau. Schließlich willst du ja nicht, dass der alte Gustav kommt und dich aus Schwierigkeiten retten muss. Oder, Dana? Keine Sorge, Herr Gustav. Ich schaffe das. Dann ab mit dir, Schätzchen. Immer lächeln. Dann tragen sie bald das Tablett für dich. Ich muss diese Getränke den Wissenschaftlern servieren. Ich sollte hinter den Tresen gehen.
Die Getränke servieren sich schließlich nicht von selbst. Das ist also das Spitze Helles. Birnentau, was? Das Fass ist leer. Ich muss es austauschen. Das sollte reichen. Jetzt bediene ich die Herrschaften. Nein, wir müssen höher rauf, sage ich. Es ist doch höchst unwahrscheinlich, dass ein Primat in der Lage ist, so hoch oben zu überleben. Geschweige denn zu gedeihen. Würden sie gedeihen, würden wir wohl kaum nach ihnen suchen, oder? Meiner Meinung nach sind sie weiter nach oben gezogen und kommen nur herunter, um Vieh zu stehlen. Passt auf, Freunde. Die Herren, ihre Getränke. Ah, sehr gut, Mädchen. Horst, mach dich mal nützlich und verteil sie. Erster Tag, was? Wünschen Sie sich was? Alles klar, mach ich. Ich wünschte, ich wüsste, wozu diese Karten gut sind. Den Wunsch kann ich erfüllen. Sie zeigen die verschiedenen Ziele einer Expedition, die wir gerade planen. Und was ist das für eine, wenn ich fragen darf? Das ist Baltayam. Eine abgelegene Region in den Bergen Nordchinas. Dort führe ich mein Team in ein paar Wochen hin. Und was ist das Ziel der Expedition? Nun, sagen Sie es nicht weiter. Aber Ihr Codename ist zum Ursprung. Und wenn es nach mir geht, wird sie unsere Wahrnehmung der Menschheit grundlegend ändern. Dann sind Sie wohl nicht nur wegen der Aussicht hier. Nein, Fräulein, nur wegen des Biers und eines hübschen Lächelns. Da draußen ist unser Ausbilder. Der soll unseren wirren Haufen für den großen Aufstieg in Baltayam in Form bringen. Aha.
Und was ist mit Ihnen, die Herren? Ich stelle Ihnen mein Spitzenteam vor. Horst Sauer, talentierter Anthropologe und ständige, aber nützliche Nervensäge. Rudolf Jäger, angesehener Ethnologe. Und nicht zuletzt Albert Bauer. Paläontologe. Und Sie? Reinhard Berger, Biologe. Wie Herr Berger sagt, wir sind hier, um für die Ursprungsexpedition zu trainieren. Dafür erhalten wir Mittel für unsere eigenen Projekte zu Hause. Und aus Liebe zur Wissenschaft, was, Horst? Oh ja, natürlich, Herr Berger. Sicherlich wäre sonst keiner von uns hier, nicht wahr? Erzählen Sie von sich, meine Liebe. Oh, ich bin Dana. Ich arbeite nur während der Ferien hier. Aber ich bin neugierig, worum es bei der Expedition zum Ursprung geht. Also, wenn das nicht streng geheim ist. Sagen wir so, Fräulein Dana, falls, wenn wir finden, was wir suchen, werden Sie sich dieses Gesprächs bis in alle Ewigkeit erinnern. Sie werden Ihren Enkeln erzählen, dass Sie das Ursprungsteam bedient haben. Das Team, das nichts Geringeres als das fehlende Bindeglied zur überlegenen Rasse der Menschen entdeckt hat. Den Australopithecus habilis, direkter Vorfahre des Homo sapiens. Oder, etwas ordinär ausgedrückt, den Yeti. Oh, aha. Deshalb der Name Ursprung. Was auch immer wir finden und wir es nennen, es wird die Welt der Anthropologie erschüttern. Das wird uns helfen, zu erklären, wie wir uns entwickelt haben. Und zwar vom Australopithecus zum modernen Menschen. Und dann... Jetzt geht's wieder los. Wenn er mal anfängt, über Anthropologie zu reden, gibt's kein Halten mehr. Ich glaube nicht, dass Fräulein Dana deine ewigen Ausführungen hören möchte, Horst. Ich bin zwar nur eine Kellnerin, aber ich finde es doch sehr interessant. Nun, Fräulein, die Expedition zum Ursprung könnte einige Studienfächer revolutionieren. Oder zumindest eine neue Art der Stammesorganisation aufzeigen. Eine Mikrogesellschaft. Durch die Entdeckung einer Art, die eine große Rolle in der Evolution des modernen Menschen gespielt haben könnte. Meine Herren, auf die braunen Schatten für die großzügige Finanzierung der Expedition, die unser Verständnis der Menschheit neu definieren wird. Aha, wir verbrüdern uns wohl mit dem Personal, die Herren. Wir stoßen nur auf Ihre Großzügigkeit an, Herr Höss. Darf ich Sie erinnern, dass diese Mission von meiner Partei finanziert vertraulich ist? Wissen Sie, was das heißt, Dr. Berger? Ja, Herr Höss. Das heißt, meine Herren, es ist streng verboten, Ziele oder Details irgendjemandem außerhalb unseres Kreises mitzuteilen. Schon gar nicht der erstbesten Kellnerin, die mit den Wimpern klimpert. Fräulein, sobald Sie hier fertig sind, schlage ich vor, Sie gehen zurück an Ihre Arbeit. So ein Rohling. Das ist eine der Unannehmlichkeiten, wenn man mit einem so politischen, privaten Geldgeber arbeitet. Aber er macht nur seinen Job. Und ich nehme an, wie überall im Leben muss man Kompromisse machen, um zu bekommen, was man will. Also, denken Sie sich nichts, Fräulein. So läuft das in der Wissenschaft tatsächlich, im Leben überhaupt. So läuft das auf der Welt, Herr Berger. Tut mir leid, aber falls Sie es nicht wussten, erzähle ich Ihnen gerne, was die braunen Schatten mit Vagaranern wie mir tun. Sie werfen Fenster ein. Sie greifen völlig grundlos Unschuldige an. Sie sind Faschisten und Verbrecher, Herr Berger. Bei allem Respekt, schämen Sie sich nicht für Ihre Verbindungen zu solchen Tyrannen? Ich wäre lieber vorsichtig mit solchen extremen Anschuldigungen, Fräulein. In jeder Partei gibt es übereifrige Mitglieder, schon immer. Und selbst dann sind wir doch keine Politiker. Wir behaupten nicht, die Menschheit zu retten. Wir wollen nur erklären, wo sie herkommt.
Nun, würde die Wissenschaft an jedem politischen Scheideweg stehen bleiben, dann wäre die Menschheit nie weiter gekommen als bis zum Homo erectus. Dana, Dana, hopp, hopp! Das hier ist kein Unterhaltungssalon. Ja, Herr Gustav. Ich sollte gehen. Vielen Dank, die Herren. Das reicht nicht. Ich muss das Feuer stärker anfachen. Sieht gut aus. Ich versuche was anderes. Sieht gut aus. Dieser Mechanismus steuert die Luftzufuhr, wenn ich mich richtig erinnere. Herr Gustav hat keine Zeit, das zu reparieren. Herr Gustav hat keine Zeit, das zu reparieren. Was für ein seltsamer Mechanismus. Er erinnert mich an die Automaten auf dem Musikplatz.